herzlich willkommen bei Mathe mit Rick. Ich möchte dir in diesem Video gerne zeigen, wie du einen Term als Wortvorschrift ausdrücken kannst. Viel Spaß! Wir wollen Terme aufschreiben und umschreiben. Mein Gott. Wir wollen Terme umschreiben und die Aufgabe lautet, drücke die Terme als Wortvorschrift aus. Ich habe hier 5 Terme schon aufgeschrieben. Und wir werden die jetzt als Wortvorschrift ausdrücken. Das hilft, um so Verständnis von Termstrukturen zu erlangen. Ja? Schauen wir uns mal das erste Beispiel an. Hier haben wir also 14 minus 6 mal x. 14 minus 6 mal x. Ja, wir haben also das Sechsfache der Zahl x und das ziehen wir von 14 ab. Und jetzt sagen wir nicht abziehen, sondern wir sagen subtrahieren, weil klingt mathematischer und so weiter. Dann kann man diesen Term auch ausdrücken als folgenden Satz. Subtrahiere das Sechsfache einer Zahl von 14. Subtrahiere das Sechsfache einer Zahl von 14. Nur subtrahieren ist Minus, das Sechsfache der Zahl ist 6x und 14 steht vorne. Ja? Zweite Aufgabe. Da haben wir 4 mal x minus 3. Auch hier wieder erstmal den Term scharf angucken und da sehen wir, dass wir hier also ein Malzeichen haben, bilden also gleich ein Produkt aus 4 und dieser Klammer. Wie kann man diese Klammer jetzt auch anders ausdrücken? Naja, das Minus, also eine Differenz von x und 3. 4 mal in Klammern x minus 3 kann ich also auch folgendermaßen ausdrücken. Multipliziere 4 mit der Differenz einer Zahl und 3. Also Differenz einer Zahl und 3 ist x minus 3 und das wird mit 4 multiplizieren, also 4 mal. Man kann auch sagen, vervierfache oder so. Ja, ginge auch. Im dritten Beispiel haben wir ab mal in Klammern a plus b. Ab mal in Klammern a plus b. Gut, schauen wir uns mal an. A mal b. Ab. Wie kann ich denn ab ausdrücken? Das ist doch, hier wurde doch multipliziert. Das können wir doch also auch Produkt nennen. Das Ding in Klammern hier, a plus b plus, können wir doch auch Summe nennen. Na, wir haben also das Produkt zweier Zahlen. Und die Summe zweier Zahlen. Und die werden wir multiplizieren. AB mal in Klammern A plus B kann man also auch folgendermaßen ausdrücken. Multipliziere das Produkt zweier Zahlen mit der Summe derselben zwei Zahlen. Das Produkt zweier Zahlen ist also AB. Und die Summe derselben zwei Zahlen ist also A plus B. Die Glieder der Summe sind also dieselben wie die Glieder des Produkts, nämlich A und B. Ja? Im vierten Beispiel haben wir x hoch 2 minus 1. X hoch 2 minus 1. Wir könnten auch sagen, x Quadrat minus 1. Ne? Hoch 2 heißt immer Quadrat. Und davon wollen wir 1 abziehen, beziehungsweise subtrahieren. X Quadrat minus 1 kann ich also auch folgendermaßen ausdrücken. Subtrahiere 1 vom Quadrat einer Zahl. Ne? Quadrat einer Zahl ist x Quadrat. 1 ziehen wir ab, minus 1. Fünftes Beispiel. Da haben wir noch xy durch 8. Und das hier vorne, xy, ist ja wieder ein Produkt. Und teilen, dazu kann man auch dividieren sagen. Ja, dividieren. Die Wortvorschrift lautet hier also, dividiere das Produkt zweier Zahlen durch 8. Dividiere das Produkt zweier Zahlen durch 8. Ein Produkt zweier Zahlen ist xy durch 8. Wir dividieren durch 8. Wir teilen durch 8. Sag nicht teilen, sag dividieren. Alle Mathe-Lehrerinnen und Lehrer freuen sich darüber, wenn du dividieren sagst. Ja? Dividieren. Geil. Und vielleicht ist es dir schon aufgefallen, dieses Tafelbild ist extrem unbunt. Ich will mir überhaupt nicht. Ich möchte dir immer ein bisschen bunt haben. Und wir schauen uns die Aufgaben einfach nochmal einzeln an. Erstes Beispiel, 14 minus 6x. Da haben wir ja zunächst mal gesehen, dass wir da ein Minuszeichen haben. Minus heißt ja immer subtrahieren. Können schon mal aufschreiben, subtrahiere. So, jetzt gucken wir uns zunächst mal an, was wir abziehen. Ja, was ziehen wir ab? Wir ziehen 6x ab. 6x ist doch das Sechsfache, ne, einer Zahl x. Und jetzt gucken wir uns an, wovon wir abziehen. Wir ziehen ab von 14, schreiben wir so auf, von 14. Ja, subtrahiere das Sechsfache einer Zahl von 14. Im zweiten Beispiel sehen wir, dass da ein Malzeichen steht. Malzeichen ist immer, dass wir mal rechnen, also multiplizieren. Was multiplizieren wir? Zunächst sehen wir eine 4, schreiben wir auf, multipliziere 4 mit, jetzt kommt die Klammer und die Klammer ist eine Differenz, denn da steht ein Minuszeichen. Minuszeichen ist Differenz. Und wir haben eine Differenz aus x, also einer Zahl, und 3. 3. Multipliziere 4 mit der Differenz aus einer Zahl und 3. Beispiel 3. Auch hier haben wir wieder ein Malzeichen. Auch hier werden wir also multiplizieren. Was multiplizieren wir denn? Wir sehen, dass zwischen dem
A und dem B ein unsichtbares Malzeichen steht, steht ja A mal B oder kurz AB. Das ist dann ein Produkt. Wir haben also das Produkt zweier Zahlen, ne? AB. Das ist das Produkt zweier Zahlen. Und dann haben wir noch die Summe derselben zwei Zahlen. Da steht nämlich ein Pluszeichen. Plus heißt immer Summe. Und wir haben wieder A und B und das sind dann dieselben zwei Zahlen. Ja, multipliziere das Produkt zweier Zahlen mit der Summe derselben zwei Zahlen. Im vierten Beispiel haben wir auch wieder ein Minuszeichen. Minuszeichen heißt ja immer subtrahieren. Was subtrahieren wir? Naja, eine 1. 1. Und wovon? Vom Quadrat einer Zahl. Wir haben hoch 2. Hoch 2 ist immer das Quadrat. Und wovon? Von x. Und x ist immer eine beliebige Zahl. Da steht nicht das Quadrat von 4 oder von 5, sondern das Quadrat von x. Also das Quadrat einer beliebigen Zahl. Im fünften Beispiel sehen wir ein geteilt durch Zeichen. Geteilt durch heißt ja immer dividieren. Tja, und dann haben wir eben wieder hier ein unsichtbares Malzeichen zwischen x und y. Unsichtbares Malzeichen ist immer Produkt. Produkt aus x und y, das Produkt also zweier Zahlen. Und wodurch teilen wir dieses Produkt? Naja, durch 8. Durch 8. Und dann sind wir hier durch. Wenn du einen Term als Wortvorschrift ausdrücken möchtest, schaust du dir vor allem die relevanten Operationszeichen an. Ein Pluszeichen heißt, ich addiere, da findet eine Addition statt. Bei einem Minuszeichen findet eine Subtraktion statt. Bei einem Malzeichen findet eine Multiplikation statt. Und bei einem geteilt Durchzeichen oder bei einem Bruchstrich findet eine Division statt. Ja? Das sind die relevanten Rechenoperationen, die drücken wir so als Wort aus. Zahlen werden einfach als Zahlen übersetzt und wenn eine Variable steht, steht das immer für eine beliebige Zahl. Ja, x steht für eine beliebige Zahl. Diese Überlegungen sind total wichtig, wenn wir verstehen wollen, wie Terme funktionieren. Damit du das selber auch nochmal üben kannst, habe ich dir unten in der Description nochmal ein paar Beispiele gepackt. Bitte löse diese Aufgaben, schreib mir eine Lösung in die Kommentare und ich gebe dir dann nochmal dazu ein Feedback. Das wäre hier sehr effektiv und ich lade dich dazu ein, da nochmal mitzumachen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.